ist schon angesprochen worden, und das war ja vorher noch klar. Das Theaterstück, es geht um die Sprache, die ganze Frage der Komik entwickelt sich auf der Sprache, der Sprachführung, natürlich das, der Spannung von Sprache und Körperarbeit, und die szenischen Vorstellungen. Für eine Frage für einen Außenstehenden, der Soziologe, stellt sich sofort, was ist die Sprache, die Kunstsprache, die er hier entwickelt, in Bezug auf die Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus, oder es ist ja gar nicht richtig, es ist mehr mit Formen des Mitläufertums, mit Formen des Tauschmaus, mit Formen der Verdrängung. Das heißt, die Frage, also man könnte, Sie das vorhin vor uns gesagt haben, die Frage der Gewalt oder Gewalthaftigkeit. Und die Sprache hat sehr viel an Gewalthaftigkeit. Das ist diese schwierige Hineinstellung in die Kultur, hat ja damit zu tun, dass man sich gar nicht umruft. Also es ist ja nicht nur, dass man sich das glaubt, wollen tut, sondern man fühlt sich extrem unruhig. Wenn irgendwann einmal schnappt, wird man da hineingezogen und gewinnt auch eine gewisse Lust, das zu lesen. Das tut wieder in der ganzen Komik und Gewalthaftigkeit. Die Frage ist, es gibt dieses Problem, also man könnte in Anlehnung, also das berühmte Sprichwort sagen, nicht das Theaterstück ist geschmacklos, sondern der Verschwindungswahn. Ja, würde ich gerne darauf antworten. Lassen Sie mich vorab noch, weil ich überlegt habe, was Sie beide Fragen haben, weil ich ja die Chance habe, auch von außen nochmal drauf zu gucken, würde ich gerne noch zwei, drei Sätze nochmal zum Burgtheater sagen. Also was ich glaube, was am Jelineks Burgtheater so wirklich so großartig ist, das ist auch immer wieder gesagt worden, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, dass Sie wirklich ganz frühen Zeitpunkt, Sie haben es alle erwähnt, aber zu einem ganz frühen Zeitpunkt, und das heißt ja dann nicht nur für Österreich, sondern auch genau in der Außenwirkung, also zum Beispiel dann auch in Deutschland, eben thematisiert hat, die Rolle Österreichs und die Verbundenheit mit dem Nationalsozialismus. Das ist natürlich auch Thomas Werner, weil das ist ja genau auch mit Thomas Werner so eine interessante Figur dann auch gerade in deutschen Bauchmann in den 80er Jahren gewesen ist. Und da ist dieses Burgtheater wirklich ein ganz, ganz zentraler Text. Und da hat sie eine unglaubliche Radikalität, von was sie sagen, auch so Zuspitzung. Also das ist wirklich, also das ist einfach großartig, was sie zu diesem Frühzeitpunkt geleistet hat. Und lassen Sie mich noch eine Sache sagen, weil mir das vorhin gekommen ist. Sie haben ja gefragt, ob das heute noch Relevanz hat. Ich glaube gerade, dass das Burgtheater wieder eine ganz große Relevanz hat. Und ich bin drauf gekommen, Sie sagten nämlich eingangs, Burgtheater, Identitätsstiftung, Hochkultur, gerade diese Identitätsstiftung, weil das ist genau das Denken, was uns eigentlich ja fast wieder in der Nachkriegszeit wieder jetzt entgegensteht. Also durch die populistische Bewegung, Leitkultur, genau diese Identitätsstiftung. Und ich glaube, darüber hat eigentlich dieses Theaterstück jetzt, zwar natürlich mit diesem historischen Ballast, sage ich mal, aber könnte es eine unglaubliche Aktualität haben, weil es setzt eigentlich fast wieder an der Gegenwart an, weil genau so auch wieder gedacht wird. Und jetzt komme ich auch eins zu Ihrer Frage. Vielen Dank, dass Sie mir das gestattet haben, dass ich das noch eintragen darf. Ich würde Jelinek und auch die Sprache, und da würde ich jetzt schon so ein bisschen auf die Komik und den ganzen Lachen einbeziehen, ich würde sie vordringlich lesen als moralisch inspirierte Hasserin, das heißt als Satiriker. Sie sprachen schon von der Tradition Karl Kraus, und ich glaube, dass sie in dieser Tradition steht, dass sie eine Satirikerin ist, die eben, und das wäre das Besondere, nicht anders kann. Ich habe hier nochmal von Juvenal, mit seinen Satiren, die er geschrieben hat. Also er hat natürlich den Geiz und die Wollust und damals im alten Rom was anderes quasi angeprangert. Aber er sagt im Grunde eigentlich, der erste Satz, den er sagt, denn es ist schwierig, keine Satire zu schreiben. Und ich denke, für denjenigen ist es auch. Es ist wirklich schwierig für sie, keine Satire zu schreiben. Und sie kann nicht anders als eine
Satire schreiben, also genau die Schimpfen, dieses Schmähen und eigentlich diese permanent diese verkehrte Welt. Sie kann ja nur diese, und das ist der Satiriker eigentlich. Und der Satiriker bleibt irgendwo auch Satiriker. Also immer wieder diese verkehrte Welt zu zeigen und damit natürlich etwas Politisches einzufordern. Das ist ja die Entrüstung einzufordern. Und das ist genau nach meiner Auffassung auch das Burgtheater. Und insofern würde ich bei diesen ganzen Begrifflichkeiten eigentlich sagen, sie ist satirisch, dadurch eben auch eigentlich moralisch ins Gewicht fahren. Und das ist aber verbunden ja, mit komischen Effekten, mit Grotesken, also das haben wir gehört, das hat Arthur Penter ja ausgeführt, mit grotesken Effekten, also mit diesem Gang, dieser ganzen Wahl. Aber es ist doch sehr, es ist ja gleichzeitig auch ein Spiel, also nicht nur eine Ironisierung oder ein Aufbrechen, sondern auch ein sich einlassen auf diese Hochkultur, weil im Gegensatz zum Beispiel zu, oder vielleicht in einem gewissen Gegensatz zu Personen wie Faltinger, Kreisler, ja, die sehr radikal thematisieren, diese Art von Verschränkung des österreichischen Internationalsozialismus, quasi viel mehr aus einer volkstheaterlichen Tradition, könnte man sagen, wird hier quasi dieses Aufbrechen und diese Spracharbeit in das Publikum getragen. Das ist ja, glaube ich, das ist ja der Punkt mit dem Raum der Gewalt. Also der Raum der Gewalt ist ja auch Sprache, ist ja auch die Sprache und ist auch der Ort, ganz konkret. Ja? Während eben quasi Faltinger oder bei Stephen Fogelbach haben. Ich finde das sehr interessant. Ohne es aber auch von Faltinger angesehen, das ist wirklich, da bleibt es ein Mann, ne? Die Spiegel. Und das stimmt, das ist ja gerade bis 1961. Das Fernsehen, die Bühne war das Fernsehen. Später. Und die Proteste waren sehr analog. Also die Empörung ist aus den gleichen Ecken gekommen wie später, aber es war natürlich eben nicht das hochkulturelle Medium, sondern, und damals war Fernsehen noch ein bisschen elitärer als es später geworden ist, aber es war mit der breiten Wirkung da. Und also ich hatte den Herrn Karl weit im Mund mehr als bekannt groß, sowohl von der Sprache her, aber auch von der differenzierten Schärfe und Analyse der österreichischen Verflechtung mit den Verflechtungen des Nationalsozialismus. Auch die geokreislichen Lieder oder Texte sind da und diese unfassbare Schärfe. Aber, und das finde ich jetzt, das wollte ich nur sagen, in der Sprachbearbeitung viel, also mehr verhaftete Volkstheater oder wirklich, also weniger im Sinne der Kraft dieser artifiziellen Ebene. Ja. Aber im Sinne doch des Satirischen, nämlich, so wie Karl Kraus, also diese Gemütlichkeit, nicht? Dass die Sprache ist ja genau... Ein Punkt verschlägt das Karl Kraus, die Gemütlichkeit, wenn es um den Nationalsozialismus geht. Ja. Das hat zwar geschrieben, zum Hitler fällt mir nichts ein, es ist unheimlich viel eingefallen, aber eines ist mir nicht eingefallen. Dazu ist die Satire nicht eingefallen. Ja, ja. Bitterblutig ernst. Ja. Und das ist ganz interessant. Gut, das war vor... Dem Wissen. Das mag keine Rolle spielen. Wunderbar. Nur, es ist ja, das Entscheidende ist doch, diese dialektale Sprache soll doch diesen Effekt dieser Gemütlichkeit gar nicht hervorbringen. Genau. Es ist eine Gemütlichkeit, es ist eine Verharmlosung. Das ist natürlich genau das Furchtbare daran, das ist, und das ist natürlich auch eine Karl Kraus-Geschichte, das ist so weitergeht, nicht? Das ist diese Sprache, die eigentlich alles verdeckt, alles kaschiert und die hat Jelinek da auf in die Burg gebracht. Und das Schlimme ist, dass es so weitergeht. Also dass es überhaupt so weitergeht. Und das ist natürlich ein satirisches Vertrauen. Sie braucht dieses Lachen, sie braucht diesen, sag ich jetzt einmal, Sarkasmus. Weil ihr eben, glaube ich, die Spucke wegbleibt, bei uns der Atem stoppen soll. Und zwar auch deswegen, weil sich da entspiegelt der vorangesprochene Zynismus.
der sich in diese Sprache, die sie aufbricht und künstlich neu herstellt, wie mit kleinen Lego-Steinen und dadurch noch einmal lächerlich macht, weil sich das fortsetzt, weil sich das durchzieht. Und es ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die Filme der Nazizeit, nicht nur die Propaganda, sondern es geht ja weiter mit den Filmen der 50er Jahre. Das heißt, da sitzt jemand dann im Burgtheater und muss das mal Jano und so weiter hören. Und dass das einen Effekt hat, bei dem man gar nicht mehr anders kann, als eben als Abfuhr zu lachen, weil man sich ja auch ertappt fühlt. Weil es ja, das ist ja eine Wirklichkeit, wird, und das, und was ich glaube, ist, es ist nicht so, dass sie das Publikum vorführt, sondern sie führt sich selbst nur vor. Sie macht von niemandem bei diesen Texten Halt. Also, da möchte ich gerne anschließen. Sie hat ein ganz, ganz spezielles, enges Verhältnis zur Sinnlichkeit, das in der ganzen Artifizialität ihrer Sprache ganz kompliziert untergebracht wird. Ja? Und was ihr ermöglicht, das ist wirklich eine Kunst von ihr, zum Ausdruck zu bringen und auch diesen Sog aus, also diese Sogwirkung hat, ist, dass sie genau weiß, welches Lustpotenzial in dieser ganzen Grauslichkeit, die sie da zum Ausdruck bringt, drinnen steckt. Und dass sie, das finde ich ganz perfid, das Publikum dazu zu verführen weiß, sich da vereinnahmen zu lassen und es dadurch gewissermaßen vorführt, selber, in seiner ganzen perversen, dem ganzen perversen Lustgewinn.